Am Ende von diesem Video wirst du genau wissen, warum die Afrikaner gerade so scharf darauf sind, dass der Krieg in der Ukraine endet und warum wortwörtlich ihr Überleben davon abhängt. Also Nummer 1. Wie haben die Länder Landwirtschaft vor dem Zweiten Weltkrieg betrieben, vor der Globalisierung? Also, zwar hat jeder alles nur bei sich gehabt. Hier seht ihr eine Karte von fruchtbaren Böden überall auf der Welt. Und da seht ihr da drin Frankreich, USA natürlich, Argentinien. Und das waren so die ersten antiken Supermächte. Denn dort hat sich bestimmt, umso fruchtbarer die Böden, desto mehr Leute konntest du rausballern, mehr Leute, größere Armee, mehr zum Marschieren und so weiter und so weiter. So hat das damals funktioniert. Und Leute, die nur wenig hatten, also wenig fruchtbare Böden, wenig Leute, also keine Armee, und wurden von anderen geknechtet oder waren eine Kolonie am Ende des Tages. So, und in der Globalisierung hat sich alles verändert. Davor war es immer nur entscheidend, wer am meisten Weizen rausknallt. Denn Weizen ist wirklich magisch. Denn jeder, der sich so ein bisschen mit Landwirtschaft auskennt, weiß, Weizen ist am einfachsten zu produzieren. Du knallst den drauf, es kann so ein bisschen wärmer sein, ein bisschen kälter. Und der Weizen kann das alles irgendwie einstecken, lässt ihn einfach da stehen, der geht hoch. Und dann musst du halt dich nur noch um diese Drecksinsekten und so einen Dreck kümmern. Aber sonst ist das ideal für vorzeitige Landwirtschaft. Und so waren auch die ersten Hochkulturen, bildeten sich dort, wo als erstes Weizen angebaut wurde. Mesopotamien, Ägypten und so weiter. Und die konnten dann natürlich alle nicht Weizenesser, also Teffesser oder so ein Kram, natürlich jämmerlich abschlachten. Denn Weizen konntest du natürlich mit weniger Leuten mehr anbauen, mehr Kalorien, mehr Leute, als andere Leute, die zum Beispiel Teff oder Quinoa angebaut haben, die intensiver mehr Leute reinknallen mussten, weniger Kalorien, weniger Leute, abgeschlachtet. Ganz kurz. Kurz zusammengefasst. So, also wichtig. Die Länder, je nachdem welches Klima man hatte, hat man so ein bisschen drauf geschissen und auch den Boden für Weizen und sowas benutzt, obwohl der Boden nicht dafür ausgelegt war, um die eigene Bevölkerung autark zu versorgen, um die eigene potenzielle Armee zu versorgen, um sie dann in den Kampf zu schicken, wo sie andere abschlachten. So war das vorher. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das aufgehört. Denn jetzt haben alle miteinander kooperiert. Die Globalisierung hat begonnen. So, was bedeutet Globalisierung? Globalisierung heißt Spezialisierung auf globaler Ebene. Also jeder hat nur das auf seinem Land angebaut, wofür seine Fläche am produktivsten waren. Außer die Franzosen, die haben so ein bisschen auf alle geschissen. Aber Frankreich hat auch eine Ausnahme, weil die haben vielleicht sogar die agrartechnisch besten Böden der Welt, weil die so viele Mikroklimazonen haben und dort sehr viele Sachen anbauen können. Deswegen sind die absoluten Warrior, was Agrarwirtschaft angeht. So, das heißt, jeder hat nur das angebaut, was er am besten konnte. Und so entstanden auch teilweise Handelsbeziehungen mit Ländern, die sich vorher nicht mal kannten, sowas wie Neuseeland und Ägypten, die zum Beispiel untereinander sich dann spezialisiert haben, die einen auf Zitrusfrüchte, die anderen ein bisschen auf Weizen und Milch und haben das dann untereinander ausgetauscht. Und jetzt kommt das Faszinierende. Viele Böden, die vorher eigentlich für nichts anderes zu gebrauchen waren, außer vielleicht für so ein paar Kakerlaken-WGs, konnten jetzt dank Düngern hochgepusht werden. Ganz wichtig, das galt nicht für die Reisesser, denn für Reiskulturen, wie zum Beispiel China oder so, die haben ja früher den Reis auch händisch eingebaut. Und wichtig ist beim Reis, der ist das Gegenteil vom Weizen. Weizen machst du drauf, wartest, erntest, tust das mahlen, hast du Brot, ganze fräsen, dann abschlachten. Bei Reis ist das ist so arbeitsintensiv und muss geflutet werden jedes Mal. Plus im antiken, also vorindustriellen China, haben die Leute einfach reingeknödelt ins Wasser. Das war quasi der Dünger. Die Chinesen haben reingeknödelt in die Reis, da wo sie gearbeitet haben. Und das war dann der Dünger, sodass die dann da ein bisschen fluten konnten. Und du brauchtest immer mehr Leute. Das heißt, der Reis ist zwar die kalorienintensivste Getreide oder was auch immer Art, aber du brauchst auch immer mehr Leute, um das anzupflanzen. Deswegen war das damals in der vorindustriellen Zeit für die Chinesen oder Asiaten allgemein nicht möglich, so krank zu expandieren wie die Weizenesser, weil du brauchtest immer proportionale Zuordnung. Mit jedem neuen Reisfeld brauchtest du immer mehr Mitarbeiter und bei Weizen war das halt nicht so. Ein größeres Weizenfeld brauchtest du nicht unbedingt mehr Leute, außer vielleicht zur Erntezeit. Bei Reis musst du permanent pflanzen, fluten, knödeln, pflanzen, fluten, reinknödeln, nochmal knödeln. Wurde es vergiftet, weil du zu viel in deinem eigenen Geknödel standest oder von einem anderen, muss ausgewechselt werden.
Und dann der nächste. Fluten, Knödeln, Ernten. Fluten, Knödeln, Ernten. Das ist natürlich richtig für den Arsch auf Dauer. Und deswegen haben die sich dann auf andere Sachen spezialisiert. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg, und das war quasi der Grund für diese Bevölkerungsexplosion, warum wir jetzt 8 Milliarden sind, weil viele Länder dann expandieren konnten, obwohl ihre eigenen agrarwirtschaftlichen Potenzialien das eigentlich niemals zulassen würden. Das heißt, auch andere Böden konnten auf einmal Sachen anbauen, obwohl wir das gar nicht konnten. Hier seht ihr eine Pflanzen-, also Landwirtschaftsintensivfläche, zum Beispiel in Afrika. So, dann sieht man in Afrika, Ghana, Nigeria, da haben die Sachen angepflanzt. Und später, dann von 1950 bis 2000, hat diese Intensität der Landwirtschaft extrem zugenommen. Wie war das möglich? Durch industriellen Dünger. Denn statt, dass die Menschen jedes Mal selbst auf diese Felder da geknödelt haben, das war irgendwann so ein bisschen, haben die gemerkt, das ist keine langfristige, gesunde Lösung, da überall hinzuknödeln. Diese Folge über Agrarkultur wird präsentiert von AG1. Samt seinen 75 Vitaminen und Mineralstoffen ist es eine perfekte Ergänzung für eine Ernährung, vor allem wenn sie sehr monoton ist und nur aus Weizen besteht. Denn dann läuft man Gefahr, in einen Vitaminmangel reinzukommen, und das am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ist ein perfekter morgendlicher Kick mit Nährstoffen. Und wenn man jetzt unter drinkag1.com/salim bestellt, gibt es noch 5 Travel Packs und ein Jahr Vitamin D3 und K2 kombiniert, fusioniert mit einem köstlichen Shaker. Denn das ist sehr kritisch. Vor allem, wenn man viel drinnen sitzt, kann man sehr leicht einen Vitamin D3-Mangel erleiden. Aber dank AG1's Vitamin D3 Pack beugt man diesen erfolgreich vor. Und nun viel Spaß mit dem Rest des Videos. Deswegen gab es dann 3 Arten von Düngern, die alles revolutionierten. Pottasche für das Kaliumcarbonat, die Stickstoffdünger aus Erdgas und so ein Kram und natürlich Phosphordünger. So, ganz wichtig. Die 3 haben dann dazu geführt, dass Landwirtschaftsflächen, die vorher nicht so produktiv waren, auf einmal produktiv waren. So, das war jetzt richtig faszinierend. Und zwar hat jedes Land, zum Beispiel Ägypten, hat sich extrem auf Orangen und sowas spezialisiert, hat das dann exportiert. Und Weizen, großen Teil, haben dann Ukraine und Russland, Belarus und sowas eingenommen. Auch Rumänien und sowas, weil da nichts anderes wachsen konnte. Denn durch diese Kälte und durch diesen starken Winter können da keine Zitrusfrüchte oder sowas hin, weil Zitrusfrucht so ein bisschen Frost und das war's mit deiner Ernte. Da musst du wieder reinknödeln ohne Ende und muss dann da öfter drauf die Ernte verzichten. Das heißt, Ukraine, Russland waren die Champions dann vom Weizen, insbesondere für Afrika und den Nahen Osten und auch gleichzeitig für den Dünger, denn sehr viel Pottasche, Stickstoffdünger kamen nämlich aus Russland, Belarus und Ukraine. Und jetzt wird es apokalyptisch für die Afrikaner, warum sie gerade so dringend den Ende des Krieges herbeihoffen. Das ist natürlich Double Time, das heißt, diese afrikanischen Staaten, die vorher gar keine große Bevölkerung hatten, konnten jetzt auf einmal Bevölkerungsexplosion haben. Denn auf sich allein gestellt in diesen Wüsten und diesen unproduktiven Agrarländern gab es nur so 3 Mahmouds, 2 Mohammeds und 3 Norma Kwekwes und Mbeles. Das war's, mehr ging da nicht. So, aber jetzt gab es jetzt quasi 2 Cheatcodes agrarwirtschaftlich, dass die auf einmal eine Bevölkerungsexplosion haben konnten, wie beispielsweise Ägypten jetzt. Einmal die Dünger aus Ukraine und Russland, die ihre eigenen Länder aufpimpen konnten und dadurch die Landwirtschaft dort weitaus produktiver war. Und jetzt kommt das Krasse. Diese Produktivitätssteigerung durch Dünger ihrer eigenen landwirtschaftlichen Flächen hat nicht ausgereicht, um das Bevölkerungswachstum zu versorgen mit Nahrung, sondern on top waren sie noch Importer. Das heißt, es gibt bestimmte Staaten, wie beispielsweise Ägypten, die sowohl Dünger importieren für ihr eigenes Land und dann noch on top Weizen importieren. Wichtig. Das heißt, du hast sowas wie eine Gehaltserhöhung gekriegt und musst on top noch einen Kredit aufnehmen, um deine Miete zu zahlen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Du bist zum Chef gegangen, Chef, ich kann meine Miete nicht zahlen, Gehaltserhöhung. Er hat sie dir gegeben und muss trotzdem noch Kredit nehmen. So ungefähr kann man das vergleichen. Und die haben sich dann spezialisiert auf andere Produkte, um dann die Importe des Weizens und des Düngers zu bezahlen. So, ganz kurz, so grob zusammengefasst. Das gilt eigentlich für den kompletten Nahen Osten. Denn Nahen Osten, Saudi-Arabien und so, Iran nicht, wichtig. Saudi-Arabien, Libanon, die ganzen, da waren ja nur so 2 Kamele und so ein paar Beduinen, die haben gechillt, ein paar Datteln vernascht und das war's. Aber jetzt durch
den Non-Stop-Import, wie gesagt, in Saudi-Arabien und Israel, Libanon und so, konnten die dort die ganze Zeit den Weizen importieren und on top noch Dünger ohne Ende, um ihr Bevölkerungswachstum auch nur annähernd zu befriedigen. So, und warum geht denen gerade so der Arsch auf Grundeis? Durch diesen Krieg. Warum? Denn durch diesen Krieg haben die zurzeit Mängel, sowohl beim Dünger, weil der nicht richtig exportiert wird durch diese Seeblockade, und natürlich der Weizen wird nur in kleinen Mengen exportiert. Trotz des Getreidedeals, dank Erdogan, reicht das nicht aus, um den ganzen Weizen da rauszukriegen. Im Gegenteil, die meisten Weizen gehen jetzt raus nach Europa für die Solidarität. Aber da haben natürlich Polen, Ungarn, Rumänien und Slowakei haben ja fett drauf geschissen. Die haben zu den Ukrainern gesagt, Skerm, ihr könnt keinen Weizen mehr bei uns exportieren. Die haben jetzt einen Weizenexportstopp an die Ukraine verhängt, damit die ihre eigenen lokalen Bauern supporten. Und der Weizen kommt trotzdem nicht runter nach Ägypten und sowas. Und der Dünger auch nicht. Das heißt, jetzt gerade die Bauern in Afrika überall, denen fehlt der Dünger und die Importe. Das heißt, sie haben dann diese doppelte Hungersapokalypse, die jetzt droht, wenn der Krieg nicht endet. Das ist der Grund, warum die Afrikaner ganz dringend auf den Ende des Krieges angewiesen sind. Weil sie haben keine Möglichkeit, dort die Exporte irgendwie eigenständig da rauszukriegen, sondern sind darauf angewiesen, dass das von alleine exportiert wird. Und wenn nicht, droht denen halt die doppelte Hungersapokalypse. Einmal können die ihre eigenen Felder nicht mit Dünger ausstatten, um die erforderliche Produktivitätssteigerung heraufzubeschwören. Und sie kommen nicht an die Weizenexporte von Belarus, Ukraine und Russland durch diesen Krieg. Das ist natürlich richtig beschissen. Und was das Ganze natürlich noch beschissener macht, ist die Sprengung des Gafovka-Staudamms in der Ukraine. Denn eigentlich wurde dieses Staudammwasser dafür genutzt, um das Land zu irrigieren, besonders in der Südukraine und in der Krim, um da Weizen anzubauen, um das den Arabern und Afrikanern zu verscherbeln. Und jetzt kein Wasser, keine Irrigation, kein Weizen. Richtig bitter. Hoffnung zeigt dann nur, dass in Brasilien zum Glück dank diesen geilen Brasilianern, die immer an der DNA von bestimmten Pflanzen da rumschnibbeln und die DNA so modifizieren, dass die in ihrem bisschen sehr nährstoffarmen Gebiet auch wachsen können. Das haben die beim Soja geschafft und jetzt haben die es beim Weizen geschafft. Das könnte das hoffentlich ausgleichen. Also für alle Investoren hier, die irgendwelche Spekulationen machen, ich glaube, Weizen wäre eine gute Spekulation, weil Ukraine, wie ihr an der Karte vorhin gesehen habt, ist das produktivste Weizenland der Welt und das kann Brasilien auf gar keinen Fall ausgleichen. Allgemein ist dann natürlich bei diesem Wegbrechen von globalen Supply Chains, vor allem auch dadurch, dass in Sibirien und Ukraine das ganze Holz da auch nicht mehr exportiert wird, vor allem in Sibirien und diese ganzen Wälder, sind natürlich sehr inflationär bedingt. Natürlich Holz, Weizen, vor allem jetzt dadurch, dass Ukraine K.O. geht. Und wahrscheinlich wird Rindfleisch oder allgemein so Fleisch zu einem Luxusgut, da wo es auch hingehen sollte, meiner Meinung nach, ökologisch ein bisschen betrachtet, wird wahrscheinlich dahin schwinden, da jetzt diese ganzen wegfallenden Agrarflächen, natürlich muss man dann irgendwo umdisponieren, statt dass man das Soja, was ja sehr proteinhaltig ist und viele Menschen ernähren könnte, oder den Mais, statt dass man das den Rindern gibt, denkt dran, zehnfach mehrfacher Input in Tiere statt Pflanzen, wird wahrscheinlich dieses Viehfutter umgelenkt auf Menschenfutter, dass die das dann essen können, um die Verhungerung irgendwie abzuwenden. Und Fleisch darf dann nur noch da sein, wo es Gras ist. Wie Neuseeland, Südamerika, Schottland, sowas, wo die einfach nur auf dem Gras rumlaufen, dann Güsk. Und anhand von diesem Chart sieht man noch weitere Ausfälle des Ukraine-Kriegs, vor allem auch was Holz angeht. Hier sieht man den weltweit größten Holzexporteur ist und bleibt Russland, vor allem auch zusammen mit Ukraine. Und die Exporte sind so drastisch gefallen dank den Sanktionen und dank den Hafenblockaden und dieser ganzen Ratenpisse. Und deswegen ist auf jeden Fall ein enormer Holzmangel, enormer Getreide- und Futtermangel und enormer Fleischmangel. Deswegen. Und das genau frisst das Einkommen der kleinen Bürger auf, diese Inflation der rudimentärsten Sachen. Aber wie genau wird man jetzt von einem Inflationsverlierer zu einem Inflationsgewinner? Natürlich, wenn man genau die Rohstoffe besitzt, die natürlich solch einer Preissteigerung unterliegen. Und deswegen ist es zum Beispiel meiner Meinung nach, weil ich da so oft gefragt werde, ist auf jeden Fall gar keine Anlageberatung, nichts, einfach nur mein, was ich mache, diese Kombination aus allem, und zwar Grundstücke, in richtig günstigen Ländern,
mit Holzplantagen, die natürlich jetzt genau für diese Lokalität ausgewählt werden, da massives Industrieholz zu produzieren und zwischendrin in diesem Schatten Gras wachsen zu lassen, damit dort Rinder grasieren können, weil die dann natürlich weniger Kalorien durch die Sonne verlieren, sondern das schön grasieren können und dann köstliche Milch- und Käseproduktion oder was auch immer zu produzieren. Und dann hat man dreifache Wertsteigerung vom Land, vom Ertrag und von den Rindern. So profitiert man. Das Beste daran, vor allem für Muslime oder so, oder für andere Religiöse, ist sehr wichtig, irgendwelche Halal-Invests und sowas zu finden, wo man nicht irgendwie an irgendeinem Menschenausbeutungssystem irgendwie partizipiert, wie bei irgendwelchen Aktien oder Fonds oder sowas, wo man gar nicht checkt, was abgeht. Aber bei diesem Art hier, über dieses, das ist ja ein richtiges OG-Halal-Invest. Bäume, Holz, anderen geben, die machen daraus etwas. Und vor allem dadurch, dass das auch Florakultur ist, quasi du bewusst nur Bäume für industrielle Fertigung züchtest, schonst und schützt du damit den Regenwald, damit der Holzbedarf nicht vom Regenwald abgeholzt wird, was diese ganze Klimaproblematik beschlimmert, sondern man schützt sie dadurch und gleichzeitig grasieren die Rinder in der Mitte, sodass du nicht das Futter unnötig in die reinballerst, was dann den Ägyptern oder Afrikanern fehlen, sondern die Rinder sogar Nutzen für die Bäume haben, da ihr Dung als Dünger dient. Win-win. Falls du dich für diese Kombination von diversifiziertem Rohstoffhandel interessierst, findest du das unten in dem Link unter dem Motto Pflanzt du schon oder klebst du noch? Ansonsten sehen wir uns entweder auf Cancel Culture Tour. Alle weiteren Infos, alles über Gesundheit und Finanztipps und so, findet man auf patreon.com. Und dann freue ich mich darauf, dich entweder live bei Patreon oder sonst wo zu sehen. Danke fürs Hören und bis bald.